Hallo ihr lustigen Freizeitstrategen da draußen und herzlich willkommen hier zurück zu Field of Glory 2. Die erste Folge ist jetzt endlich raus und jetzt können wir weitermachen. Unser Gegner Paradox Gamer hat hier zwei weitere Züge gemacht. Wir fangen jetzt hier als allererstes an, wo wir die, glaube ich, die Seleukiden spielen. Wir werden es gleich sehen. So, er hat geschrieben, so far so good, alles klar. Und jetzt kommt seine Aktion hier an der Stelle. Das sind wir hier da drüben, glaube ich. Ja, müssen wir sein, wenn er sich so zurückzieht hier mit seinen Leuten, die ein bisschen Prügel bezogen haben. Ja, die sind geschwächt, die muss ich zurückziehen. Mann, ist das laut. Also ich muss sie auf jeden Fall zurückziehen. Wir drehen es erstmal ein. Kein Bock, dass wir jetzt hier irgendwelche Leute direkt mal verlieren. Einfach mal davon reiten. Die, wie gesagt, ziehen sich hier zurück. Das kann hier einfach nochmal ein bisschen weiter schleudern. Ja, läuft. Sie am Stand gehalten. Das gefällt mir natürlich gar nicht. Und nochmal Stand gehalten. Aber die haben jetzt schon mal richtig deutlich Truppen eingebüßt. So. Ich werde hier tatsächlich stehen bleiben. Mehr werde ich hier nicht tun mit meinen Leuten. Wir werden erstmal hier fröhlich plänkeln. So, schieße ich mal hier. Ah, nee, warte mal. Ich könnte sogar... Ja, erstmal, wenn ich die schwächen kann, dann gehe ich noch um was anderes. So, die sind jetzt auch geschwächt. Ich weiß auf jeden Fall, dass man die Elefanten hier sehr, sehr gut beschießen kann. Die Elefanten sind sehr, sehr schwach gegen Beschuss. Das ist meine persönliche Erfahrung. Jetzt haben wir ihn schon mal eingetötet, ne? Im Nahkampf kriegst du die eigentlich nie tot, aber mit Beschuss bekommt man die teilweise tot. So, die Truppe habe ich, wie gesagt, zurückgezogen. Kann ich... Ach, warte mal, ich kann mit meinem Katapult hier noch schießen. Mal gucken, was ist denn in Reichweite? Ja, gerade so nichts mehr in Schussreichweite. Ungünstigerweise. Ich bin echt am überlegen, ob ich nicht doch, ja, doch noch einen Schritt nach vorne mache mit allen. Die sind immer noch bei weitem nicht Nahkampfreichweite. Wege. Das ist eigentlich für uns auch gar kein Thema sein. Das zwingt sie jetzt hier auf jeden Fall zurück. Hier bleibe ich vielleicht sogar tatsächlich so als Flankenschutz. Okidoki. Und damit sind wir eigentlich hier schon wieder mit der Aktion durch. Denn mehr kann ich, glaube ich, gar nicht machen. Ja, mit denen könnte ich mich bewegen und mit dem hier. Aber ich kann halt jetzt momentan leider auf nichts schießen. Das Ding hat so eine riesen Reichweite, aber sie scheint nicht groß genug zu sein. Ich hätte das Ding deutlich weiter vorne aufstellen sollen. Aber ich habe zum allerersten Mal so eine schwere Artillerie benutzt. Auf jeden Fall haben wir schon mal ein paar Leute von ihm jetzt hier zurückgetrieben, die geschwächt sind. Und damit bestätigen wir. Und ich schreibe einfach nur Your Turn. Alles klar. Und damit machen wir die andere Schlacht auch noch. Denn wir haben ja noch die andere, wo wir die Römer spielen. So. Bring on the legionaries. Okay, alles klar. Da. Er marschiert hier vor. Oh, der hat sehr viele Kataphrakte. Sehr viel Kavallerie. Und er hat so einen Schleinwagen. Mhm.
Was ist echt das hier? Wurfspießschützen. Echt jetzt? Okay, ich will jetzt hier gar nicht so weit. Er hat auf jeden Fall hier den Reichweitenvorteil. Die können 1, 2 laufen. Und werden jetzt hier ein Feld vorrücken. Nicht mehr. Die hier werden auf jeden Fall angreifen können. Das kann ich nicht verhindern. Oh, warte mal, wenn ich noch eins vorgehe, dann kann ich schon mal schießen. Ja, aber das ist mir dann doch ein bisschen zu unsicher. Keltische Bogenschützen. Aber die haben hier, warte mal, die haben eine Verlangsamung. Die haben hier auf jeden Fall ungünstiges Gelände vor sich. Ja doch, vielleicht würde ich das machen. Immerhin schon mal einen Schuss gesetzt. Ja, ich kann das machen, weil der Boden vor ihnen sehr ungünstig ist. Eine Tatsache, die ich ausnutzen möchte. Mit der Kavallerie bleibe ich hier. Nicht, dass die jetzt hier irgendwie Quatsch machen. Ich habe nämlich nicht viele von ihnen. Die ganzen Armee einen Schritt vorgegangen. Und noch einen Schritt vorgegangen. Ja, und mehr geht nicht. Ich habe alles bewegt, was ich wieder mal bewegen kann. Ja, bei der Schlacht sind wir halt noch mal ein bisschen hinten dran. Okidoki. Dann bin ich mal gespannt, was er als nächstes tut. Dann fängt er nämlich hier auch so langsam auf sich der Beschuss an. Gut, auch das hier speichern wir nach oben. Have fun. So. Und damit, liebe Leute, warte ich mal ab, was als nächstes kommt. So, weiter geht's, liebe Leute. Paradox Gamer hat seinen Zug gemacht, oder besser beide Züge. Und wir werden jetzt wiederum unsere machen. Das Lustige ist, dass ich keine Ahnung habe, wie gut der Typ eigentlich wirklich ist. So, have fun. Weiter geht's. Man muss ja auch nicht immer was schreiben. So, dieses Mal sind jetzt anscheinend wir als allererstes wieder mit unseren Römern am Start. Und er marschiert jetzt hier massiv vor. Jetzt geht's hier auch richtig los. Aber das ist auch das, was ich beabsichtigt hatte. Jetzt muss ich mich mit denen hier zurückziehen. Wir hoffen, dass ihre Moral dann sich wieder sammeln wird. Uiuiui. Er geht hier auf ein ganz, ganz massives Flankenmanöver. Ja, er versucht mich hier komplett zu flankieren. Und darauf habe ich ehrlich gesagt überhaupt keinen Bock. Ich werde versuchen, jetzt ihn hier mit dieser ungeschickten Geländesituation vielleicht zu halten. Er kann auf jeden Fall momentan noch nicht angreifen, das ist das Wichtige. Diese Einheit hier möchte ich definitiv jetzt zurückziehen. Und zwar werde ich sie jetzt hierhin zurückziehen. So, das hier sind seine natürlich. Ich kann mich auf jeden Fall nochmal ein Stückchen zurückfallen lassen. Bringt mir aber ehrlich gesagt gar nichts, deswegen schieße ich einfach mal direkt auf die hier drauf. Auf jeden Fall hier mein Plan, hier wegzubekommen. Leider sind die standgehalten. Dann greife ich hier noch an. Boah, verdammt, ey, die halten aber ganz schön was aus. Okay. Dann selbes Spielchen hier. Dann will ich mal dahin gehen. Ich habe noch nicht vor, mir jetzt hier irgendwelche Nahkämpfe in die Backe zu lachen. Ja, und mehr kann ich gerade eben tatsächlich nicht machen, außer mich jetzt hier so eindrehen. Ich
Ich werde jetzt auf jeden Fall hier nochmal ordentlich Druck aufbauen. So mein Plan zumindest. Seine Elefanten kommen jetzt hier. Er geht es dahin. Ja, wie gesagt, ich will eigentlich gar nicht weiter vorrücken. Das ist der springende Punkt. Das ist halt eine blöde Stelle mit der unebenen, dem unebenen Gelände. Da habe ich nochmal ein paar Stati-Prinzeps. Ich muss auf jeden Fall diese Leute jetzt hier mal dahin organisieren. Ich gehe jetzt mal hier auf eine etwas ausgefallene Formation. So, hier kann ich vielleicht schon mal ein bisschen Druck aufbauen, wenn ich jetzt mit denen da dahin gehe. Dann weiß auf jeden Fall, da könnte ein Angriff erfolgen. Mit den Prinzeps gehe ich jetzt in Flanke. So zumindest mein Plan. Jetzt hoffe ich bloß, dass ich nicht den Moral verkacken. Genau, lass mich hier zurückfallen. Und ansonsten kann ich, glaube ich, nicht mehr viel machen. Ja, ich könnte den Elefant jetzt hier benutzen, aber den will ich ehrlich gesagt hier noch gar nicht. Ich lasse den Elefant tatsächlich da stehen. Und das ist alles, was ich tun kann. So, bestätigen. Fertig. Ja, ja, muss jetzt nichts schreiben. Das Hochladen ist immer wieder sehr, sehr spannend. Auch für mich. So, und jetzt kommen wir wieder als Seleukiden dran. Ich finde es ja sehr cool, dass man Melee Soon, das kann gut sein. Ich finde es ja sehr, sehr cool, dass man quasi beide Seiten spielen muss. Das macht es auf jeden Fall fair. Dann kann man nicht behaupten, irgendwie von wegen so, ja, du hattest ja ohnehin die besseren Truppenauswahlen und so. Das finde ich sehr, sehr gut gelöst. So. Da hat sich von ihm was gesammelt. Ja, kann gut sein, dass es wirklich bald Nahkampf gibt. Der geht hier wirklich in einer komplett geschlossenen Formation vor. Er versucht genau das gleiche wie im anderen. Er versucht mich hier zu flankieren. Ja, da sind wir zurückgewichen. Das könnte von ihm sogar ein Fehler gewesen sein. Shit, ich wollte eigentlich auf den Elefanten schießen. Hier kann ich noch nicht angreifen. Ich möchte auf jeden Fall, dass er auf diesem unebenen Untergrund... Er umgeht komplett diesen unebenen Untergrund, wie man gerade eben sieht, ne? Er ist kein Fan davon, was ich verstehen kann. Hm. Könntet ihr jetzt angreifen, aber wozu? Bin mir überlegen, wie ich jetzt hier vorgehe. Ich könnte jetzt hier tatsächlich mal seine gepanzerte Kavallerie behaken mit Beschuss. Leichte Reiter mit Bögen. Ich möchte jetzt mal hier die Feuerreichweite einstellen. Schuss bei zwei Felder. Ja. Die hier sind schon angeschlagen, aber die werden trotzdem jetzt hier deswegen nicht davonlaufen. Das war auf jeden Fall ein guter Treffer. Das ist sehr, sehr unangenehm, wie der jetzt hier vorrückt. Tatsächlich mal meine Armee so ein Stückchen in die Seite verlagern. Ich glaube, ich gehe jetzt sogar hier das Quäntchen vor. Leicht schräg. Dass das hier auf jeden Fall mein Gebiet bleibt.
So. Hier kann ich leider nicht drauf schießen. Ach doch, ich könnte drauf schießen, wenn ich mich in diese Richtung drehen würde. Ah, verdammt, kein Schaden gemacht an den Elefanten. Die komme ich nicht ran. Aber so geht das. Okay, ein bisschen Fernkampf hat noch keinem geschadet. Den habe ich auch noch nicht geschossen. Ja, die haben Stand gehalten, aber die haben jetzt auf jeden Fall schon mal einiges an Leuten eingebüßt. Das wird auf jeden Fall für die späteren Nahkämpfe wichtig sein, dass diese Kavallerie jetzt hier nicht mehr so stark ist. Das Ding wird nicht schießen können. Gerade so nicht. Okay, dann habe ich nur noch das hier und das da. Das war's dann eigentlich auch schon wieder. Ich bin auf seinen nächsten Zug mehr als gespannt, ey. Alles klar. Looking forward for it. So, freue mich auf den Nahkampf. Moment, ja, Enter ist blöde Idee. Gut. Dann bis zum nächsten Mal. So, und da sind wir auch schon wieder. Paradox Gamer hat wieder seinen Zug gemacht. Heute ist auch gerade eben Sonntag und wir haben uns abgesprochen, dass wir heute ein bisschen schneller machen. Deswegen gucken wir jetzt mal direkt mal hier hinein. Love Rallies, ja, das kann ich irgendwie verstehen. Toll! Ja, darauf hatte ich gebaut, dass er das hier tut und wir uns hier zurückziehen können. Wir halten Stand. Ich werde es hier auf jeden Fall versuchen. Ah, mit denen muss ich mich zurückziehen. Ja, und jetzt geht's hier zur Sache. Eigentlich ganz clever, wie er das hier macht, dieses Gebiet hier mit diesen Truppen hier zu bedienen. Ich werde definitiv nicht angreifen, sondern werde versuchen, hier eine entsprechende Defensivformation einzunehmen. Da sind meine Truppen halt einfach deutlich besser geeignet als für irgendetwas anderes. Okay. Das riecht nämlich mal so aus. Ich könnte die angreifen, aber das wäre dumm. So, das jetzt ist hier meine Verteidigungslinie gegen diese Flankierung. Drehe mich mit diesem Elefanten hier so ein. So. Ich habe jetzt hier diesen anderen Elefanten noch. Jetzt wird hier halt ein bisschen rumtaktiert, ne? Ah, blöd ist, dass ich jetzt hier nicht rauskomme. Aber eventuell kann ich hier nochmal ein bisschen Schaden verursachen. Blöd, also das ist jetzt saublöd, dass die jetzt hier nicht rauskommen. Die können jetzt hier anscheinend wirklich nicht da hinten raus. Gar nicht. Hat er mich aber gerade eben ganz schön dran gekriegt. Ja, Feuer. Ah, jetzt kann ich da raus. Sehr gut. Man muss nur manchmal Trick 17 finden. Ja, keinen Schaden gemacht, weil die halt geschwächt sind. Okay, dann. Hier geht gerade nichts. Bleib hier, glaube ich, sogar tatsächlich so. Drehe mich hier so ein. Drehe mich hier so ein. Habe ich keine Reichweite, auf den Elefanten zu kommen, oder wie? Habe ich nicht, ne? Ich muss da sie vor. Nochmal einen Elefanten getötet.
Der Elefant ist halt echt das größte Problem, ne? Der könnte nämlich ja wirklich die Formation hier komplett aufsprengen. Leider standgehalten. Wenn man den Elefanten halt erstmal schwächt, dann ist die Sache halt eigentlich so gut wie geritzt. So, ich bleib mal. Ich möchte, dass die sich hier auf jeden Fall zurückziehen können. Deswegen lasse ich jetzt diese Formation hier momentan noch so ein bisschen offen. Ich drehe sie tatsächlich so ein. Dann habe ich hier so quasi so eine Art. Ja, wie soll ich sagen? Eine Formation halt. Irgendeine Form von Formation. Die haben schon geschossen. Was kann ich denn jetzt noch bewegen? Ach, die können noch schießen. Praktisch. Ich bin trotzdem jetzt erstmal hier zurückgezogen, weil ich keinen Bock habe, jetzt hier beschossen zu werden. Die können immer noch nicht schießen. Ungünstig! Ja, mit denen bleibe ich hier. Drehe mich sogar leicht hier so ein. Die hier bleiben in diese Richtung ausgerichtet. Man muss halt deutlich mehr taktieren, wenn man gegen einen menschlichen Spieler spielt, ne? Ja, so viele sind es gar nicht mehr, die ich bewegen kann. Die Teile kann man halt wirklich nicht bewegen. Schade. Gut, Runde beenden. Vielleicht hat er auch das andere schon gemacht. Wir werden es gleich sehen. So viel gibt es da ja nicht zu machen. Tatsache, unser anderer, also wo wir Römer sind, ist auch schon fertig. So, liebe Leute, das machen wir allerdings beim nächsten Mal. Macht's gut, bis dahin, schöne Zeit. So, also wie, was ich gerade eben sagen wollte, ich glaube, das ging gerade eben im Ladebildschirm unter. Also, aber das hier schauen wir uns beim nächsten Mal an. Macht's gut, bis zum nächsten Mal, schöne Zeit. Tschüss und ade.